Ne? So schnell geht das. Und jetzt können wir dann auch weiter spielen. Das ist aber auch irgendwie erscheinen, oder? Ja. Und noch einer. Ein extrem schöner Platz zum Meditieren hier gewesen. Da kannst du ja hier ein Häuschen bauen, wenn du Internet hast zumindest. Und dann die Welt. Nein. Wie es sich echt lohnt, jede Ecke in diesem Spiel abzuklappen. Du findest halt echt überall etwas. Du findest zwar selten das, was du gerade suchst, aber du findest Sachen. Das ist schon mal auch nicht so verkehrt. Besser als Spiele, es gibt mehrere Richtungen und du findest einfach nie Sachen. Ist das der Götterbaum hier? Kann das der Götterbaum sein? Ein Baumhaus, aber ist doch kein Götterbaum, oder? Heiliger Baum. Ich würde eher sagen, dass der heilige Baum der Götterbaum ist, oder? Alles andere macht doch eigentlich auch wenig Sinn, oder? Dann schätze ich, dass das da ist. Das andere müsste halt irgendwo... Ja, hier am Wasserschrein sein, aber ich weiß nicht wo. Ich werde das jetzt aber auch nicht ganz so ewig suchen. Machen wir zur Not, machen wir halt dann wirklich weiter. Wahrscheinlich, wenn er auf mich wartet. Das ist aber ein Wasserschrein, Mann. Gehen wir mich auf ihn nerven. Dann gehen wir jetzt halt zum heiligen Baum. Götterbaum. Er sieht zumindest einzigartiger aus. Wo ich hier hochklettern soll. Erschließt sich nicht wirklich. Ne? Ich glaube nicht, dass wir das hier machen müssen. Ach, Spiel. Musst du die Sachen um alle so gut verstecken? Ich bin ein WoW-Spieler. Für mich glänzt alles, was ich sammeln muss. Höher kommen.
Mal da. Jawohl, eine Geisterpost gefunden. Aha. Danke, Spiel, für das bisschen Motivation. Ich stoß dir nicht immer den Kopf, Mädel. Einfach da dran. Danke. Ja, dann müssen wir immer noch irgendwas am Wasserschrein finden. Den haben wir immer noch nicht. Das war aber auch der höchste Baum. Das musste halt einfach irgendwo hier sein. Schon in Ordnung. Aber das haben wir. Das heißt, wir können weiter. Hier oben wird dann nichts mehr sein. Wir haben... unten. Was es zu finden gibt, aber wir kommen hier jetzt nicht mehr vernünftig runter, ohne dass wir sterben. Muss man aufpassen. Wir müssen dann jetzt nochmal zum Wasserschrein. Irgendwo da. Vielleicht auch der Fischschrein. Ich meine, der Fischschrein ist auch ein Wasserschrein. Nur, dass er nicht so heißt. Das ist ja schon total offensichtlich dann für ein Rätsel normalerweise. Vielleicht ist es einfach nochmal ein bisschen komplizierter. Dadurch, dass sie es dann anders formuliert haben oder so. Der Fischschrein. Auch mal vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Darf man nicht.
Irgendwo hier müssten wir noch irgendwas haben. Ja, gar kein Problem. Wir kommen zurück. Du streamst auch nicht mehr ganz so viel, ne? Also ich habe dich nicht mehr so viel online gesehen. Eine Zeit lang hast du ja recht regelmäßig auch gestreamt. Muss man doch da dran kommen. Nee, das Spiel ist auf PS5. Weiß es nicht. Nehme ich mit aus. Dann gehe ich ins Dorf zurück und hole mir das, was ich habe. Und dann gehen wir weiter. Machen wir das eher so gegen Ende. Nochmal. Wenn wir so alles abklappern, um es zu sammeln. Ja. Ja, so viel Zeit wie früher habe ich dafür halt auch nicht mehr. Früher habe ich ja wirklich fast jeden Tag 8-9 Stunden nach der Arbeit noch und am Wochenende auch nur. Da habe ich auch gar keine Zeit mehr für. Ich meine, das gibt es auch für die PS4. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So. PS4 kann sein. Aber ich meine nicht für den PC und so. Verfluchte Truhe im Dorf, das ist ja prima. Das drei verfluchte Kisten, willst du mich veräppeln? Ich glaube schon, ne? Ich sieg alle Feinde, bevor die Zeit abläuft. Ich breche schon wieder ab. Okay. Leute, kommt hier mit euren Feinden. Die Feinde nicht spawnen, kann ich dann nicht besiegen. Ne? Einer noch. Ja, prima. So viel Anstrengung für dich. Und echt drei verfluchte Truhen, ey. Ah, wird komplett hektisch jetzt hier spielen. So, oh Gott. Ja, genau, gleich noch auf.
Mamma mia, ist das schwer. Hat schon knapp. Lassen wir uns erstmal kurz die Gesundheit wieder herstellen. Gut, dann 30 Feinde. Später nochmal, machen wir ja nie. Oh, später noch. Wenn wir noch ein bisschen aufgeskillt sind und. Ne? Das war, wir haben ja 8 Gegner nicht geschafft, da haben ja noch eine Masse gefehlt. Vielleicht kann man hier noch irgendwas anderes einsammeln. Vergessen, dass wir das noch offen haben. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. Hier ist ja noch ein Briefkasten. Die Quelle, die unter der Schmiede fließt, trägt mit sich die Energie. Quelle unter der Schmiede. Wir hatten noch keine Schmiede gefunden, ne? Also, das können wir noch nicht haben. Das ist nur das, was wir haben müssten noch, glaube ich, ne? Das fehlt noch. Das müssten wir noch haben. Warte auf dich am Wasserschrein. Trotzdem noch mal gucken im Dorf, weil wir haben jetzt auch neue Fähigkeiten und so weiter gekriegt. Nicht, dass wir auch da neue Sachen sammeln können oder was auch immer. Use Taro's mask to open the Sveni and Cyan of the way. Da geht's zum Berg irgendwann. Wir sind ja jetzt erstmal auf der rechten Seite, wir müssen wahrscheinlich noch auf die andere Seite und dann. Oh, 1 Minute 80 Sekunden für 30 Gegner. Wir müssen halt echt gucken, dass wir eigentlich viel AE haben. Wir viel Mehrfachschuss benutzen. Aber halt auch auf jeden Fall genug übrig lassen, wenn der Große kommt, dass wir den schnell getötet kriegen, weil sonst haben wir, glaube ich, einfach ziemlich starke Probleme. Das ist schwer, echt.
Ja, das ist schon sehr knapp bemessen. Juckt die Nase. Wir gehen jetzt zurück. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da schon direkt wieder ein Boss rauskommt. Mit dem Bossnamen geizen sie ja nicht wirklich. Hier ist das große Ding. Was? Ich dachte, Resident Evil hätte ich gerade erst gespielt. Zu reagieren. Sagen wir es mal so. Alle können explodieren. Ey. What the f... Ja, total simpel. Okay, dann... Das war ja total unabsichtlich, aber war ich ja nicht. Nee, Feierabend hier. Hab nicht vor, nochmal bei dir zu sterben. Vielleicht doch. Nein, ich wollte hier Laternen treffen. Habe ich keine, nichts übrig. Ich will halt auch einen Rott immer übrig lassen, falls ich doch mal eine Heilung brauche.
Hallo. Auf. Hör auf. Nein. Ja, komplett rum. Junge, offen. What the fuck? Wie schwer ist der denn? Nein! Das war so dumm von mir, danke. Oh, Laterne an. Geh an. Okay, die ist wieder an. Nicht an. Laterne war an. Keine Zeit, um mich umzulassen. Stopp! Wo ist das Heilteil? Wo ist das Heilteil? Bitte? Was? Jetzt mal gar nicht weiter kämpfen müssen. War scheiß Toy.
zu langsam. Jedes Mal dieselben Scheißfehler mache ich. Ey, ich hasse mich. Mamma mia. Was macht er daneben? Scheißdreck, ey. Ach du Wichsboss. Oh. Kamera hasse ich auch. Mann. Nur weil der eine schwere Angriff auf einmal daneben ging. Er hat die das in die falsche Richtung gemacht. Natürlich, wir dann. Großartig, dass der in der Luft nochmal seine Richtung findet.
Der Teuergrad hat echt genervt. Wie oft der da, wenn er da springt und in der Luft noch die Richtung ändert. Ich hasse das. Ja, nein! Und wieder in der Luft die Richtung geändert. Super geiler Boss, wirklich. Die Heilung, Mann. Fick dich! Octopus, ey. Das, was wir da machen können, ey, wie man den. Ey, Luftangriffe von dem sind halt totaler Schrott.
Ach, kein Schaden gemacht. Ja, hau ab. Bist du Kack? Ah. Alles weg. Wohl. Hilfe. Ja, ich bin platt. Ich brauche jetzt Urlaub oder irgendwas. Ich kann jetzt schlafen gehen. Alter. Gut, der letzte zwei war auch ganz gut. Muss man sagen. Ich habe halt gedacht, ja, das, was ich am Anfang meinte, ich soll das in der zweiten Phase machen und die Kugeln wirklich sammeln. Deswegen hat die erste Phase so lange gedauert und dann hat man die zweite Phase komplett skippen können, so dass man den direkt umgehauen hat. Das ist natürlich schon was Schönes. Geklappt hat. Tau, du Penner, wie geht's? The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone.
I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. It happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now.